Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des Seven Deadly Sins Grand Cross. Heute wollen wir das Ausrüstungsziel miteinander machen und wollen schauen, was wir aus bestimmt 400 Millionen Gold an Materialien rausbekommen. Das heißt, ja, wir werden gleich anfangen, Ausrüstung zu ziehen. Vorneweg, wer meinen Kanal, ich mache immer wieder Werbung dafür, wer meinen Kanal bis jetzt immer noch nicht abonniert hat, ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Wir sind jetzt 500 und ein paar und 30 Leute sind auf dem Weg zu den 600. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es sind immer noch 50% der Nutzer, die meine Videos anscheinend regelmäßig gucken, immer noch keine Abonnenten. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen, ihr würdet mich riesig supporten, mir eine Freude machen. Also lasst gerne ein Abo da. Könnt auch, wenn ihr wollt, unten Link in der Videobeschreibung auf meinen Discord-Server joinen, dort sind wir über 100 Leute. Dort könnt ihr euch mit den Leuten über Seven Deadly Sins Grand Cross austauschen. Könnt auch privat mit mir schreiben. Also wenn ihr auf sowas Bock habt, joint mir einfach auf meinen Discord. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wir machen erstmal eine kleine Bestandsaufnahme, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen mal ins Gegenstandslager, gucken mal, was wir denn an Hammer, Ambossen und Erweckungssteine haben. Wie ihr seht, wir haben 100, 200, 300, 400, 496, 492 Ambosse, haben 100, 200, 300, 340 minus 3 sind 337 Erweckungssteine Stufe 5 und die Hämmer haben wir hier 37. Gehen dann mal ins Ausrüstungsziehen rein, sind jetzt hier beim Ausrüstungsziehen angekommen, stellen uns dann ein hier. Wir wollen Gold und Bernsteinschlüssel verwenden. Wir wollen Ausrüstung direkt verwerten. Wir wollen hier die ganze Ausrüstung verwerten und dann tun wir das Ganze anwenden und dann sehen wir uns gleich, wenn mein Lager erst einmal voll ist. Das Ganze kann jetzt ein wenig dauern. Jetzt seht ihr, es zieht automatisch bis hier eins von den beiden voll ist. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim ersten Ergebnis. So, da sind wir mit dem ersten Ausrüstungsziehen durch. Wie ihr seht hier, 208 Ziehungen, 40 Millionen Gold. Wir haben insgesamt 17 Aufwertungssteine Stufe 5, 101 Ambosse, 14 Hämmer, 6398 Aufwertungssteine, 102 Erweckungssteine Stufe 4, 21 Stufe 3 und 231 auf Stufe 2. Dafür haben wir 40,6 Millionen Gold gefarmt. Das Ganze schreibe ich mir hier auf, damit wir am Schluss ein sinnvolles Ergebnis haben, wie viel Gold wir denn gezogen haben und alles. Denn jetzt ist unsere Ausrüstung voll. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen zu Diane, schauen nach. Wir wollen alles verwerten, tun das erstmal dann verwerten sozusagen alles, was jetzt unter SSR ist. Okay, es sind nur SSR-Teile, perfekt. Gehen dann auf SSR, wir wollen alles verwerten bis auf Angriff, Def, HP und Crit. Tun das hier noch zusätzlich jetzt verwerten. So, jetzt haben wir alles verwertet, bis natürlich auf die HP, Def und Angriffsteile und die Crit-Schadenteile. Aber Crit-Schadenteile sind da drinnen nicht drin, aber ich habe sie sicherheitshalber trotzdem einfach angewählt. Dann gehen wir hier auf Helden, klicken jetzt irgendeinen Helden an, gehen auf Ausrüstung und schauen uns an, was denn hier gute Werte hat. 505, ja, ist notfalls in Ordnung. 497, schlecht, schlecht, schlecht. Gehen überall mal durch. Ja, knapp an die 5000 kann man als Trash-Unit einfach auf irgendjemanden draufpacken. 430, schlecht, schlecht. Das ist gut. Das ist auch in Ordnung. Tun uns dann die Ausrüstungsteile aussuchen, wo wir einen Haken dran machen. Ja, komm hier, das ist auch noch halbwegs in Ordnung. Das ist alles schlecht. 260, perfekt. 256 ist in Ordnung. 254, das ist mir schon zu schlecht. Ja, das kann ich verwerten. Gucken uns dann hier die Teile an. 134 haut mich nicht vom Hocker. Gehen hier auf die Dev-Teile, 5100 ist in Ordnung, 5000, ja komm, schlecht, schlecht, das ist fast perfekt und die sind wieder schlecht. Gehen dann wieder zurück zu Diane, wählen hier jetzt wieder alles aus
und verwerten weiter, bis wir keine Ausrüstungsteile mehr haben. So, dann haben wir hier alles verwertet, bis auf das eine Teil hier. Ich habe mir alles, was wir hier bekommen haben, aufgeschrieben, zusätzlich noch. Wie ihr seht, wir sind jetzt nicht mehr bei 6384, sondern wir haben jetzt 7700. Haben wir schon ordentlich Sachen. So, dann gehen wir, weil wir die Ressourcen ja nicht verschwenden wollen, jetzt ist unser Inventar fast voll, gehen wir hier auf die Helden, schauen uns an, welche Teile wir hier eben uns ausgesucht haben. Und tun alle Teile, die wir hier mit einem Schloss versehen haben, einfach mal auf 5 Sterne plus 5 Wert. Damit tun wir gleichzeitig erstmal, wir verbrauchen natürlich die Ausrüstung, also die Aufwertungssteine. Wir müssen sie nicht verkaufen. Wir tun Diamanten damit farmen, was sehr wichtig ist. Das heißt, wenn ihr das Event gut nutzt, ihr habt unendlich viel Gold, könnt ihr hier bestimmt 30 bis 60 Diamanten rausholen. Wie viel wir davon genau bekommen, sehen wir dann am Schluss. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier überall, ich habe zurzeit 2 Teile im Ausrüstungslager, 5 Sterne plus 5 gewertet. Wir sehen dann am Schluss, wie viele Teile ich insgesamt habe. Ich werde jetzt alle Teile leveln. Wenn ich dann wieder genug Platz im Lager habe, werde ich weiterziehen und dann sehen wir uns gleich mit dem nächsten Ergebnis von den Ziehungen und schauen mal, was wir dort so rausholen können. So, da sind wir auch schon wieder durch, wie wir sehen, das Ergebnis. Wir haben mal wieder 29 Aufwertungssteine Stufe 5, 82 Ambosse, 22 Hämmer, 5164 Aufwertungssteine, 87 Stufe 4 Erweckungssteine, 14 Stufe 3 und 171 Stufe 2. Machen jetzt genau das gleiche wie eben. Wir gehen wieder rein, verwerten unsere Ausrüstung, die wir nicht brauchen, leveln die Ausrüstung, die wir gezogen haben, gehen eventuell, wenn wir keine Erweckungssteine Stufe 5 mehr haben, ab und zu mal zu King und wandeln alles, was wir an Erweckungssteinen ziehen, in Stufe 5 auf. Ich werde mir alles aufschreiben, damit wir am Schluss ein detailliertes Ergebnis haben, wie viele wir denn insgesamt an Erweckungssteinen bekommen haben und wie viel wir an Hämmern bekommen haben, wie viel wir am Ambossen bekommen haben und wie viele Ausrüstungsteile wir auf 5 Sterne plus 5 gelevelt haben. Dann werden wir das Ganze noch so machen, dass ich schaue, auf welche Charaktere ich die ganzen Ausrüstungsstücke ziehe und wir schauen uns an, um wie viel wir denn unsere Account-Kampfklasse gesteigert haben und wie viel Diamanten wir gefarmt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht mit dem Ausrüstungsziehen. So, sind beim nächsten Durchlauf angekommen. 42,6 Millionen Gold. Jetzt ist eins der beiden Sachen wieder voll. Lager oder Ausrüstungslager. Wir haben draus gemacht 6569 Aufwertungssteine, 10 Erweckungssteine Stufe 5, 99 Ambosse, 18 Hämmer, 116 Erweckungssteine Stufe 4, 448 Stufe 3 und 37 Stufe 2. Jetzt werden wir wieder alles verwerten, alle Ausrüstungsteile checken, alles wieder hochleveln und das Ganze von vorne machen. Würde sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder gezogen haben. So, nächster Pull geschafft. Es dauert einfach ewig. Wieder 30,8 Millionen Gold, wieder 24 Erweckungssteine Stufe 5, 80 Armbosse, 15 Hämmer, 4494 Aufwertungssteine, 103 Erweckungssteine Stufe 5 und ein paar Stufe 3 und ein paar Stufe 2. Tu das Ganze jetzt wieder natürlich die Ausrüstungsteile, die wir nicht benötigen, verwerten, check alles wie gehabt und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir wieder gepult haben. So, das nächste Mal durchgezogen. Ja, die Zeit verrennt. Ich glaube, ich bin jetzt schon seit 2 Stunden dabei. Wir haben wieder 25 Erweckungssteine, 90 Ambosse, 18 Hämmer, ein paar Aufwertungssteine und ein paar Erweckungssteine Stufe 4, 3 und 2. Wieder genau das gleiche wie immer. Ausrüstung verkaufen, aufwerten und weiterziehen. So, da sind wir wieder zurück. 12,6 Millionen Gold habe ich jetzt noch gezogen. Dann bin ich glatt bei 2 Millionen Gold. Ich denke mal, wir lassen das so, sonst wird das Video nur unendlich lange. Das heißt, ich habe noch 180 Millionen Gold, die ich im Event auf jeden Fall noch nutzen werde. Können hier schauen, haben jetzt 4.440.000 Account-Kampfklasse. Und dann rechnen wir jetzt alle zusammen. Ich packe die Ausrüstungsteile auf meine Chars. Können uns noch schnell anschauen. Ich habe hier vorerst erstmal 30 Ausrüstungsstücke auf 5 Sterne erweckt. Das heißt, das sind hier plus 30 Diamanten. Ich denke mal, das müsste man am Anfang vom Video sehen, wie viele Diamanten wir da hatten. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Können uns anschauen, wie viel Kampfklasse wir denn jetzt haben, nachdem wir uns die ganze Ausrüstung draufgepackt haben, plus das Gesamtergebnis des Ziehens. Würde ich sagen, bis gleich. So, Leute, da sind wir endlich. Wir sind endlich durch. 200 Millionen Gold. Ich habe gedacht, es geht nie vorbei. Ich wollte eigentlich mein ganzes Gold verziehen, aber das dauert einfach ewig lang. Das teile ich mir auf mehrere Tage auf. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier 353 Erweckungssteine Stufe 5 gemacht. Davon haben wir aber allein durchs Verwerten bei Diane von der Ausrüstung insgesamt und dem Verwerten von den ganzen Steinen, also von den ganzen Erweckungssteinen Stufe 2, 3 und 4, die wir hatten, haben wir davon alleine 241 von 353 durchs Verwerten bei Diane gemacht und 112 haben wir eigentlich nur um Ziehen gemacht. Wir haben insgesamt 490 Ambosse, 99 Hämmer und insgesamt
insgesamt hätten wir Verwertungssteine gefarmt 33.276, von denen ich aber 11.000 Stück verkaufen musste, weil es einfach nicht genügend Ausrüstungsteile gab, die gut genug waren, um sie zu leveln. Mittlerweile habe ich schon wieder ein paar Ausrüstungsteile, ich habe auch ein paar Erweckungssteine, das heißt, ich könnte das Ganze hier noch ein bisschen ausreizen. Ich habe nicht meine ganzen Ressourcen verbraucht. Wie ihr seht, wir sind von 4,44 Millionen auf 4,473 Millionen hoch. Das heißt, wir haben hier 33.000 Kampfklasse gut gemacht, indem wir einfach Teile aufgewertet haben, die wir uns aufheben können auf den Charakteren für spätere Units. Wir müssen keine Ausrüstung mehr farmen. Wir können einfach immer Teile uns zusammensuchen, die wir dann an den Units, an Sets zusammenstellen, die neu rauskommen. Und dann sind wir eigentlich immer gut aufgestellt. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn ihr möglichst viel Gold gefarmt habt in den 3 Wochenenden, wo jetzt das Fort Solgris Ausdauer-Event war. So wie ich. Ich habe, glaube ich, schon 150 oder 200 Millionen Gold in der Zwischenzeit ausgegeben gehabt. Hatte ja trotzdem 460 Millionen. Habe davon jetzt 200 Millionen gezogen. Ihr habt das Ergebnis gesehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn ihr euer Gold habt und ihr wollt es sinnvoll nutzen, ihr habt zu viel, weil ihr auch immer regelmäßig Gold farmt, dann nutzt dieses Event und farmt euch jetzt auf jeden Fall die Erweckungssteine, Ambosse, Hämmer, Aufwertungssteine, levelt eure Ausrüstung, bekommt Diamanten. Wir haben hier 30 Diamanten glatt gefarmt, hätten jetzt noch Erweckungssteine und Ausrüstungsteile, um nochmal circa 15 Diamanten zu farmen. Das könnten wir easy hier machen. Dann hätten wir 45 Diamanten dadurch gemacht. Ich denke mal, das spricht für sich. Das heißt, ja, dieses Event wird irgendwann wiederkommen, selbst wenn ihr jetzt kein Gold habt. Das heißt, ihr bereitet euch am besten jetzt schon drauf vor, farmt euer Gold, geht dann eventuell sogar mit bis zu 1 Milliarde Gold. Das ist das Goldmaximum, was man haben kann. Ab 1 Milliarde Gold hat man zu viel Gold, sagt das Spiel zumindest. Und ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall hier bei diesen Events immer mega, mega einen Vorteil erspielen. Und dann soll es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!